Hallo, in diesem Video werden wir sehen, wie wir unsere Daten in SQL sortieren können. Und das Schlüsselwort für Sortierung ist, ich habe jetzt hier eine normale Abfrage, da wird nach Vorname, Nachname und Nation gefragt von der Tabelle Facher. Es geht um eine Formel 1 Datenbank und da ist das Resultat der Tabelle. Wir haben jetzt auch so einen Filter rein, wo die Nation ist in Select Distinct Nation from eine andere Tabelle, die heißt Konstrukteure. Das ist jetzt das Resultat der Abfrage und jetzt geht uns darum, die Daten zu sortieren. Dafür ist das Wort Order da, Order by vielmehr. Und jetzt geht es darum, man kann jetzt sagen, okay, ich möchte gern zuerst nach dem Nachname sortieren, dann Nachname, zuerst kommt dieses Feld. Und wenn ich jetzt noch ein weiteres Feld haben will in meinen Sortierschlüssel, dann kommt zum Beispiel Vorname. Das ist so typisches Telefonbuch-Sortierung. Und in dem Fall ist so, es wird zuerst nach Nachname sortiert. Allerdings hat man dann denselben Nachname, dann werden diese Datensätze mit dem Vorname sortiert. Und wenn man jetzt zum Beispiel noch dazu die Nation hinzufügt, so kommt der dritte Schlüssel, die Nation, kommt dann erst zum Spiel, wenn man denselben Nachname hat und denselben Vorname. Dann kann man nach Nation sortieren. Und so, ich speichere das mal. Und wenn ich jetzt die Query laufen lasse, dann sieht man jetzt, wir haben hier die Nachname nach A und dann irgendwo, hier zum Beispiel sieht man, man hat zwei Amig, dann hat man hier, da kommt G zuerst und dann R als nächstes. Hätte man jetzt auch beides Vor- und Nachname gleich, dann wäre es dann nach der Nation. Und so ist die Sortierung. Was man noch erwähnen muss, die Daten werden standardmäßig aufsteigend sortiert, ja, die A's, also von A bis Z. Will man dagegen absteigend, dann muss man hier noch dazu ein Schlüsselwort hinzufügen und das ist DSC for Descending. So, und wenn man das jetzt speichert und mal die Query nochmal laufen lässt, dann sieht man jetzt, hat man jetzt nach dem, nach, also absteigend, und kommt nach Z von der Reihenfolge und deswegen steht das dann hier. Und so ist es jetzt absteigend, allerdings die Vornamen sind immer noch aufsteigend. Das Absteigen gilt nur vor Nachname. Will man die Vornamen auch absteigen, dann muss man hier auch Descending reinschreiben, beziehungsweise bei Nation. Das ist eine Art, wie man sortieren kann und eigentlich auch die bevorzugte Art, wie man sortieren kann. Man kann auch nach Spaltennummern sortieren. Also das heißt, wenn ich das jetzt wegmache, ich kann auch zum Beispiel das ist die erste Spalte, zweite Spalte, dritte Spalte. Ich kann sagen, okay, ich sortiere jetzt nach der ersten Spalte und so werden die Daten nach dem Vorname sortiert und Run Query und da sieht man, man hat jetzt die Vornamen sortiert. Allerdings jetzt nach der Spaltennummer und nicht den Feldnamen. Ob das so hilfreich ist, also man kann es zwar machen, aber jetzt meiner Erfahrung nach von was ich gesehen habe in professionellen Datenbanken mit Spaltennummern zu spielen, sehe ich da keinen Vorteil, weil größere Tabellen oft sortiert man nicht nach der ersten Spalte. Und von daher wird es dann sehr schwierig nachzuvollziehen, wenn man den Code liest, wer ist damit gemeint. Da müsste ich immer das Select mir anschauen und dann überlegen, oh, okay, das ist jetzt der Vorname damit gemeint. Und gerade bei größeren Abfragen, das wird dann immer schwieriger, das zu entziffern. Und dann natürlich, man kann dann auch so machen, dass er unsere Abfrage, sorry, unsere Sortierung von vorher ging ja zuerst nach dem Nachname und dann Vorname und das könnte man dann genauso so schreiben. Und wenn ich das speichere und Run Query, dann hätte ich dann genau dieselben Resultate wie vorher. Und beziehungsweise, wenn man noch nach der Nation haben will, dann ist da noch die DAI dazu. Und dann kann man die Query nochmal laufen lassen. So, das ist so, wie man sortieren kann in SQL. Also man hat entweder die Feldnamen oder die Spaltenanzahl.